Das Buffet ist eröffnet, allerdings wird es diesmal nur eine große Einmann-Fressorgie. Und hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Filmkritik-Review hier auf Lord Gamgam Fool, The Other Side of Movies. Ja, und heute geht es um Dario Germanis Hommage oder Reboot oder Reimagining oder Neuinterpretation oder was auch immer von Joe D'Amatos ehemals berühmt-berüchtigten, skandalumwitterten Original. Maneater, der Anfang der 80er das Licht der Welt erblickte, damals mit George Eastman in der titelgebenden Rolle des Menschenfresser. Allerdings war es schon eher eine sehr kleine Rolle gewesen, denn bis man ihn mal gesehen hat, ist wirklich sehr, sehr viel Zeit vergangen. Und es gab in der Mitte des Films einiges an Zeit, was sehr schleppend vergangen ist, wo sehr, sehr viel Leerlauf war. Aber der Film hat es vor allem aufgrund von zwei Szenen natürlich ganz klar geschafft, in die Wahrnehmung aller zu geraten. Aufgrund der Szene, wo der Maneater halt einer Schwangeren ihren Embryo, ihren Fötus aus dem Leib halt reißt. Es war damals ein gehäutetes Kaninchen gewesen und dieses halt verspeist, aber es war halt so dunkel gewesen und natürlich auch zu kaschieren, dass der gute Schorsch halt eher so ein, ja, gehäutetes Kanickel oder Kaninchen in der Hand hat, ja. Und aufgrund der anderen Szene natürlich ganz klar, wo er sich am Ende dann an seinen eigenen Innereien labt. Und der Rest eigentlich, weiß ich nicht. Und das erste und einzige Mal, dass ich diesen Film gesehen habe, das ist auch schon gut 20 Jahre her, das war so in der Zeit gewesen, wo ich wirklich viele, viele, damals auch zu großen Teilen noch indizierte und auch beschlagnahmte Horrorfilme nachholen musste, wo ich einfach Appetit auf diese Filme halt hatte, ja, auf diese Filme, die gewisserweise über Grenzen gegangen sind, ja, ob es jetzt von Fulci war, auch Argento war da irgendwo zwischendrin und natürlich auch der Amato, also diverse Vertreter, natürlich auch etliche berüchtigte, bekannte Kannibalenfilme, ja, und da war dieser Film irgendwie mittendrin, aber ich muss sagen, der Film hat an dem Moment, wo dann dieser abgetrennte Pappmaché-Kopf in diesem Wassereimer war, dann doch deutlich bei mir verloren gehabt. Aber zum Glück habe ich ihn nicht alleine geschaut. Ja, meine bessere Hälfte war dabei gewesen und dann natürlich noch ein paar andere. Und das ist so ein Film, den sollte man vielleicht in der Gruppe schauen, ja, weil dann kann man zwischendrin ein bisschen fachsimpeln, man kann den einen oder anderen Joke reißen, ja, und es gab genug Momente, wo alle eher am Lachen waren, als dass sie sich wirklich gefürchtet haben vor diesem Film. Der Film sollte ja irgendwie eine gewisse Furcht erzeugen oder man sollte Angst haben, ja. Aber das hat der Film halt nicht geschafft. Es war eher so ein spaßiger Filmabend gewesen, aber hat einmal ausgereicht. Ja. Danach hatte ich nie wieder das Verlangen, mir diesen Film anzuschauen und der ist dann auch, hat dann auch irgendwann die Sammlung wieder verlassen. Das ist auch schon lange, 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 lange her, aber gewisse Dinge sind natürlich im Kopf hängen geblieben und Joe D'Amato selber war damals eigentlich sehr enttäuscht gewesen, wie der Film performt hat. Es war für ihn einer seiner erfolglosesten Filme gewesen, wenn nicht sogar der erfolgloseste Film, ja, den er jemals inszeniert, aber auch produziert hat, ja, und er hat für sich gesagt, ich kann keine Spannung, ich kann eigentlich nur Gore, ich kann plakativen Gore, aber wenn man mal so zählt, wie viele wirklich Gore-Szenen dieser Film zu bieten hat, kommt auch nicht wirklich viel dabei rum, bis auf die paar wenigen markanten Szenen, die der Film zu bieten hat, wo natürlich die Qualität auch damals für mich spürbar sehr schwankend war, was das Make-up anging, weil der Film auch nicht wirklich viel Budget hatte. Ja. Die Handlung selber drehte sich ja damals um einen Millionär, der mit seiner Familie auf dem Meer gestrandet ist, und der dann irgendwann wahnsinnig geworden und dann halt seine Familie verspeiste, um zu überleben und dann halt auf einer kleinen griechischen Insel gelandet ist in der Ägäis und dort halt dieses Küstenstädtchen dann leer gefuttert hat und dann natürlich nur darauf gewartet hat, dass dann neues Frischfleisch auf der Insel landet. Mehr Handlung hatte der Film eigentlich nicht gehabt. Interessanterweise war die weibliche Hauptdarstellerin da die gute Tessa Farrow gewesen, die ist ja jetzt auch schon vor kurzem verstorben, das war die Schwester von Mia Farrow, die man dann doch eher aus größeren Hollywood-Produktionen kennt, als ihre kleine Schwester Tessa zu Lebzeiten, aber das fand ich dann auch recht interessant. Also es ist halt ein Film, der ganz klar steht und fällt mit der Performance von George Eastman. Und das war mir persönlich einfach zu wenig gewesen. Zu wenig Menschenfresser. Aber der Film hat dann trotzdem sich irgendwann eine gewisse Fanbase aufbauen können über die Jahrzehnte hinweg. Viele lieben und schätzen ihn auch aufgrund seines Leerlaufs. Ich sage einfach mal aufgrund seiner Atmosphäre, die da irgendwo drin ist. Ja, aber ich muss sagen, ich könnte mit dem Film dann doch persönlich nicht allzu viel anfangen, aber es gibt da genug andere vermeintlich große italienische Horrorklassiker so aus den 80ern, wo ich mir dann auch gesagt habe, bei der Erstsichtung, das war es jetzt gewesen, okay, deswegen ist der Film so schlimm oder so, ja, da gab es so einige Filme, wo ich mir echt dachte, ja, das war dann auch verschwendete Lebenszeit, ja, Maneater, okay, gut, der Filmtitel, Schorsch, an der
Rolle des Menschenfressers, das passt schon irgendwie. Und jetzt haben wir quasi so diese Hommage jetzt, die allerdings dann doch von der Motivation oder allgemein den Hintergrund unseres Menschenfressers hier deutlich, deutlich abweicht. Ohne dass wir natürlich hier einen Darsteller haben, der so irgendwie eine großartig ikonische Performance wie zum Beispiel George Eastman hinlegt oder dass der Film es jemals schafft, solche Szenen zu kreieren. Nein, ganz klar nicht. Also natürlich am Anfang des Films haben wir eine Szene, da wird auch ein Fötus verspeist, was wir zum Glück nicht sehen. Ja, ich muss das persönlich nicht mehr sehen, ja, weil man hat sich auch irgendwann, was diese ganzen Tabubrüche und diese Überschreitung von gewissen Grenzen, man hat sich daran auch irgendwann satt gesehen und hat dann einfach persönlich auch nicht mehr so den Bock drauf. Okay, man hat ein bisschen Bock auf ein bisschen Gekröse, ein bisschen Gesplättere, ja, ordentlich Kunstblut, was rumspratzte. Und letzten Jahr gab es ja etliche Vertreter, die wirklich vor sich hingesuppt haben. Ich sage hier nur The Sadness oder halt auch Project Wolfhunting, ja, der regelrechten Kunstblut ersoffen ist. Ja, natürlich so viel Gore darf man hier bei diesem Film nicht erwarten, aber der Film, muss ich sagen, bietet wirklich durch die Bank weg gute, teils recht deftige Kills. Vieles wird allerdings auch nur angedeutet, was ich auch okay finde. Ja, aber ich muss sagen, hätten sie den Film der FSK vorgelegt, die hätten den Film sowieso nicht durchgelassen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie den überhaupt der FSK vorgelegt haben, aber deswegen finde ich die Spiel-GK-Freigabe eigentlich hier durchaus vollkommen gerechtfertigt. Die ist okay. Sie ist natürlich nur hier für Deutschland. Ja, im deutschsprachigen Ausland ist der Film ungeprüft. Da ist es denen vollkommen egal, was der für eine Freigabe hat. Die machen da nicht so ein Fass auf, wie es hier teilweise ist mit Filmen. Ja, vor allem, wenn man weiß, es sind nur Spezialeffekte, es sind halt Make-up-Effekte. Und hier ist es halt so. Aber es sind gute Make-up-Effekte. Es sind alles Handmade-Effekte und die sahen durch die Bank wirklich gut aus. Ich habe dann doch kein Problem, wenn zwischendrin wirklich mal vielleicht da so ein Dummy da liegt, ja, so eine Puppe, wo man vielleicht weiß, okay, das ist vielleicht eher eine Puppe, aber das war dann trotzdem gut umgesetzt, weil der Film auch von der Ausleuchtung, von der Kamera sehr, sehr gut inszeniert ist und wo ich dann auch sagen würde, okay, der Film fällt hier für mich in zwei Teile, weil ich empfinde einen großen Teil des Films nicht als amateurhaft, ja, vor allem wie er produziert wurde, wie die Kameras. Am Anfang haben wir so ein paar Drohnenaufnahmen, ja, wie dann quasi unsere Hauptdarstellerin hier so sich in Richtung dieses Luftschutzbunkers begeben, in dem sich dann natürlich die Handlung abspielt, ja, und wie der Film auch geschnitten ist, wie auch hier die Filmmusik von Simone Pastore arrangiert ist, ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann obendrauf noch die guten Make-up-Effekte, muss ich sagen. Das hat mir, hatte ich nicht das Gefühl gehabt, ich gucke einen Amateurfilm. Außer wir gucken natürlich jetzt auf unsere ganzen Darstellerinnen und die Dialogschreibung und so weiter. Das war natürlich sehr, sehr amateurhaft. Das war natürlich sehr, sehr hanebüchen, auch wie sie sich im Verlauf der Handlung dann plötzlich alle verhalten, wie sie teilweise immer unsympathischer und auch nerviger werden, wie es denen dann egal ist, wenn irgendeine andere dann hops geht, weg mit der, Hauptsache ich komme hier unbeschadet raus zum Beispiel. Und was natürlich, was der Film auch hat, ist natürlich auch ein Ende, was nicht nur ein Bad Ending ist, sondern was auch ein Ende ist, was sich dem heutigen Zeitgeist deutlich anpasst. Ja, wir haben ein böses feministisches Ende. Hätte sich der Film eigentlich auch klemmen können und allgemein so, was die Motivation unseres Menschenfressers angeht, ganz klar, der Typ hat natürlich Hunger und der frisst nur rohes Fleisch. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Film mehr gesehen, in dem so viel gefressen wurde, auch wenn es nur kurze Szenen waren. Aber der hat sich das Wochenende, also dieses Wochenende, wo halt die Handlung des Films spielt, der hat sich da komplett durch die Mädels halt durchgefressen. Ja, auch wenn man sich den Typen anschaut, das ist eher so ein hagerer, dünner, etwas älter wirkender Mann, vor allem von seinem Gesicht her, ja, also könnte er glatt um 100 Ecken mit den Inzest-Hillbilly-Kannibalen-Mutanten aus Wrong Turn verwandt sein, ja, oder vielleicht ein bisschen mit Gollum, wer weiß, ja, aber der nascht ordentlich Augäpfel weg, der frisst, ja, Zungen, der labt sich an Gehirn, als wäre es Popcorn und so weiter und so fort, ja, und ja, also der frisst sich gut durch, also der hat eine Menge zu tun. Und es ist hier eine generationsübergreifende Backstory, die dieser Menschenfresser hat. Das ist halt nur die Frage, die wievielte Generation an Menschenfresser in dieser Familie stellt er halt eigentlich dar. Ja, das ist natürlich eine Sache, die Dario Germani sicherlich in dem geplanten Man Eater Legacy, ja, es wird davon noch einen weiteren Teil geben, uns vielleicht beantworten dürfte. Vielleicht geht er ein bisschen zurück in die Zeit des Zweiten Weltkrieges und so weiter und so fort, weil es ist ein Luftschutzbunker, ja, der hat vielleicht auch was mit dem Zweiten Weltkrieg oder so zu tun, ja, bestimmt, bestimmt, ja. Und kann natürlich vielleicht ein bisschen mehr Backstory da reinpacken, ja, oder wir gehen wirklich vielleicht noch mehr Back to the Roots, wie das Original von D'Amato, und das Ganze spielt halt auch in so einem kleinen Küstenörtchen und da fängt dann quasi so diese auch ein bisschen Inzestgeschichte an, ja, und
wer weiß, was man da rausholen kann. Ich meine mal, Kreatives sollte man hier jetzt nicht erwarten, wenn ein weiterer Teil kommt. Und dieser Film hier ist auch nicht sonderlich kreativ. Aber immerhin hat man sich hier Mühe gemacht, ja, aus unserem Menschenfresser hier nicht einen vermeintlichen ehemaligen Millionär zu machen, der halt seine Familie gefuttert hat und dann plötzlich ja davor schon den Wahnsinn erlegen ist und jetzt hier deswegen seinen Trieben nachgeht. Und dieser Typ hat natürlich auch einen dollen Trieb, der hat Dauerkohldampf, ja. Und da bekommt man natürlich, während man sich das Ganze auch schon deutlich einen starken Neid, ja, vor allem mit zunehmendem Alter legt man natürlich ein bisschen was an Bauchfett und Schwimmringen an und denkt sich so, wow, ich möchte auch gerne mal so viel fressen können wie der Typ, ja, und kein Gramm zunehmen, ja, kein extra Fett irgendwo anlegen, ja, das wäre natürlich toll, ja, und deswegen ist es ein Film, bei dem man erst recht nicht die Kalorien zählen dürfte, aber es ist auf jeden Fall ein Film, mit dem ich durchaus meinen Spaß hatte, ja, weil der Film einfach wusste, was er will und das hat er mir geboten und er hat erst recht nicht versucht, mehr zu sein, ja, auch wenn ich natürlich ganz klar sagen muss, der Film hätte auch Wrong Turn 7 oder so heißen können, ja, gut, Maneater lässt sich halt der Film wesentlich besser vermarkten, wenn natürlich einer sagt, okay, gut, ich bin mit diesen alten italienischen Splatter-Klassikern aufgewachsen, ja, und ich habe da irgendwann ein Faible für entwickelt. Ja, dann mache ich halt so eine Hommage und würdige halt das Original, ja, und das ist es halt letzten Endes und man kann sich es durchaus gut anschauen. Für die Gore-Fraktion da draußen, die noch so ein bisschen am Überlegen war, kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Für alle anderen, ja, die können natürlich um diesen Film eher einen großen Bogen machen, aber ich muss sagen, für mich bekommt der Film ganz solide, überdurchschnittliche 6 von 10 Happy Meals. Und ihr könnt mir natürlich unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr diesen Film schon gesehen habt, ob dieser Film eventuell doch etwas für euch wäre und was ihr denn von dem wohl geplanten kommenden Maneater Legacy denn haltet. Ja, also könnt ihr eure Gedanken wieder unten in die Kommentare reinhauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Filmkritik-Review hier zu Maneater von Dario Germani, seine Hommage an das Original. Und wir sehen uns dann bald wieder zu einer weiteren Filmkritik-Review hier auf Lord Gamgam Fool, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.